Hallihallo, liebe Leute, euer DJ KR87 begrüßt euch zu einem weiteren Wochenendprojekt. Und diesmal habe ich mich für das gute Spiel ActRaiser für das Super Nintendo entschieden. Ein sehr tolles Spiel mit einer sehr tollen Genre-Mischung, muss ich sagen. Ja, das Spiel wurde, in Japan 1990 erschienen und bei uns im Jahre 93 erst. Ja, sogar mit deutscher Sprache, welches auch schon sehr schön ist. Und ja, ich werde auf jeden Fall, ja, ich kann euch so viel sagen, ich finde dieses Spiel toll und ich hatte auf jeden Fall Lust dazu. Eigentlich war ein anderes Spiel anstelle von diesem hier geplant, aber es hat ja ein gewisser anderer Let's Player mir leider schon vorweggenommen. Naja gut, macht aber nichts, ich habe ja immer noch ein anderes Spiel gefunden, wo ich Lust drauf habe und, also, ja, würde ich mal sagen, starten wir einfach mal mit der Geschichte. Ja, jetzt können wir uns einen Schwierigkeitsgrad aussuchen, wie wir es machen wollen. Natürlich nehmen wir normal, also ich will es mir nicht zu schwer machen und auch nicht so einfach. Also nehme ich wie immer normal. Ich fange immer jedes Spiel mit normal an. Gut, wir haben die Möglichkeit, unseren Namen einzugeben. Geben Sie Ihren Namen ein. Mit Knopf B bestätigen Sie den gewählten Buchstaben. Mit Knopf Y können Sie die Buchstaben löschen. Wenn Sie Ihren Namen eingegeben haben, drücken Sie bitte den Startknopf. Okay Leute, jetzt können wir uns hier den Namen eingeben. Ihr könnt euch ja sicher denken, was ich hier wieder eingeben werde. Mein typischer Nickname. So schnell geht das. Man kann jeden x-beliebigen Namen eingeben, sofern er im Bereich des 8-buchstabigen Rahmens passt. Seid ihr wach? Sir DJ KR. Ich bin der Engel, der euch helfen soll, eure verlorene Kraft zurückzugewinnen. Ja, Leute. In diesem Spiel sind wir man könnte sagen eine Gottheit, die nach einem langen Kampf gegen das Böse, in einen ewigen Schlaf verfallen ist. Und dadurch das Böse, die ganze Welt erobern konnte, sozusagen. Und jetzt nach der langen Zeit ist der Gott wieder erwacht. Und wir müssen natürlich jetzt mit der, die verlorene Kraft wiedergewinnen als Gott. Und versuchen die ganze Welt wieder von dem Bösen zu befreien. Ja, das ist unsere Aufgabe in diesem Spiel. Zurzeit haben Monster die Herrschaft dieser Welt in ihren Händen. Ein Dämon namens Tanzra, der euch eure Kraft raubte, gab ihnen dadurch die Herrschaft, wie ich es ja schon erklärt habe. Um eure Kraft zurückzugewinnen, müsst ihr den Glauben der Menschen an euch neu entfachen, indem wir die Städte dann neu aufbauen. Ja, ihr hört richtig. Aber zuerst müssen wir auf dieser Welt die Monster zerstören, damit die Menschen in Frieden leben können. Ja, nun haben wir die Möglichkeit, uns auszusuchen, was wir tun wollen. Wir können uns bewegen mit diesem Sky Palace, auf dem wir uns befinden. Ja, wie gesagt, wir sind eine Gottheit, wir können alles von oben sehen. Wir können das Volk beobachten, wenn eine Stadt soweit gebaut wird oder so. Geht ja momentan noch nicht, weil ja noch nichts geschafft ist. Wir können kämpfen, die Monster bekämpfen, die in einem Gebiet sind. So wie jetzt zum Beispiel das Level, was ich jetzt hier machen könnte, aber das werde ich gleich machen. Und Zauber auswählen. Ja, im Verlauf des Spiels werden wir Zauber lernen, die wir dann halt da aussuchen können, welches wir haben wollen. Da können wir den Zustand des Gottes sehen, also uns selbst sozusagen. Unsere Statuswerte sozusagen, die wir im Verlauf des Spiels kriegen. Und hier können wir auch schon sehen, wie viele Gebiete wir befreien müssen. 6 ganze Gebiete. Und jedes Gebiet hat 2 Level, ja. Sieht man auch schon an Teil 1 und Teil 2. Gut, und Zustand der Städte, das geht ja noch nicht, das bringt noch nichts. Da kann man sehen, wie viele Bewohner es schon gibt. Und ja, welche Level man in diesen, dadurch erreicht hat. Denn in diesem Spiel ist es so, dazu kann ich später ja noch kommen. Na gut, Textmodus, das kann ich noch schnell machen. 1? Ja, ich würde sagen, 1 ist in Ordnung. Auch wenn es schnell ist, 1. Gut, hier können wir auch noch das Spiel speichern. Ja, machen wir mal kurz. Wollt ihr trotzdem an dieser Arbeit arbeiten? Ja, natürlich. Sir DJ KR, ihr seid so fleißig. Wenn ihr unbedingt wollt, macht weiter. Ich habe noch gar nichts getan und bin fleißig. Okay, Leute, merkt euch dies. Gut, um erstmal was zu tun, werden wir erstmal Monster bekämpfen müssen. Das heißt, wir werden einfach mal auf die Erde herabsteigen. Sir DJ KR, wenn wir in diesem Gebiet alle Monster zerstören, können hier wieder Menschen leben. Sir DJ KR, seid ihr bereit? Ja. Viel Glück! Okay, nun lassen wir uns auf die Herde herab. Und alles dreht sich.
was es mit der ganzen Welt und so auf sich hat, dazu komme ich noch später. Wir machen erstmal das erste Gebiet. Und zwar Fillmore. Und erkunden die Welt von Fillmore. Yeah! Und natürlich haben wir Gegner. Ja, wir haben hier einen sozusagen einen Engelskrieger, wie ich ihn nenne. Okay, ist auch der Name einer Band, egal. Ja, wir können ihn steuern. Wir können mit seinem Schwert zuschlagen, mit Y. Wir können uns ducken, wir können springen. Ja, wir haben schon tolle Fähigkeiten in diesem Spiel. Magie können wir einsetzen, das kommt aber erst später, wenn wir welche einsammeln. Wir haben eine begrenzte Zeit, wie ihr da oben seht. Unser Spieler heißt Act und dort diese Lebensanzeige zeigt dann, wie viel wir aushalten. Sie wird euch wahrscheinlich bekannt vorkommen aus Soul Blazer, wenn ihr mein Let's Play dazu angesehen habt. Ja, ihr werdet auch einige andere Sachen, die in Soul Blazer auch zu sehen oder zu hören sind, wiedererkennen. Zum Beispiel die Soundeffekte, wenn wir die Gegner kaputt machen. Wie den zum Beispiel. Oder wenn wir getroffen werden, das ist alles in Soul Blazer genauso. Ja, da könnte man sagen, da war Enix und Quintet irgendwie ein bisschen faul. Zumindest Soul Blazer kam später raus als Act Riser. Also haben die, ja, in Soul Blazer ein bisschen geschlampt, könnte man so sagen. Aber gut, über diese Fehler kann man hinwegsehen. Ich meine, es sind ja nur ein paar Kleinigkeiten, aber Soul Blazer war das Spiel, was ich vor diesem Spiel hier gespielt habe. Und da sind mir dann die Sachen so aufgefallen, die Soundeffekte, und habe mich natürlich gewundert, hier oben. Okay, da ist ein Leben. Und ich komme nicht dran, oder? Na, höher kann ich nicht springen, verdammt. Okay, ich muss mir ein Leben entgehen lassen. Verdammt. Naja, gut. Man kann nicht alles haben. Okay, ja, ich muss auf jeden Fall hier aufpassen, dass ich meine Lebensanzeige möglichst nicht kaputt mache. Okay. Du bist ein Scheiß wie, okay, wie kriege ich dich nochmal? Okay, das war der Kopf, der Schwachpunkt. Aber die Melodie, die ihr hier im Hintergrund hört, bringt sie euch gut ein, denn das ist das einzige Level, wo wir diese Aua-Hintergrundmusik hören werden. Okay, ich muss es nicht besiegen. So, hier ist es auf jeden Fall auch so wie bei Soul Blazer. Man muss erst alle Monster vernichten, damit ich tot bin. Scheiße! Damit man halt ein Gebiet geschafft hat. Okay, es ist nicht ganz wie Soul Blazer, es ist anders. Es ist halt, wie gesagt, hier ein Jump-Run-Abschnitt, den man hier machen muss und nicht wie bei Soul Blazer so mehr Action-Adventure-mäßig. Hier ist das schon viel lustiger. Vor allem, ja, es wird nicht alles so ablaufen, wie ihr das jetzt hier so seht. Nein, es wird noch viel lustiger später, wenn ich dieses Level hier geschafft haben sollte. Wie gesagt, zwei Level hat ein Gebiet, aber das heißt noch lange nichts. Das Spiel hat trotzdem einen sehr großen Umfang. Ihr werdet schon auch sehen, warum. Ich habe ja auch gesagt, man muss hier Städte aufbauen und so, und ja. Obwohl, jetzt kann ich versuchen, das Leben da zu holen. Falls ich es noch kriegen sollte. Okay, versuche ich mal jetzt dieses Mistding. Okay, kaputt zu kriegen, yay. Ich habe einen Baum gefällt. Oder einen Baumkopf kürzer gemacht. So, dummes Affenvieh. Aber die Melodie hier in diesem Level ist toll. Wirklich schade, dass das das einzige Level ist, was diese Melodie hat. Da da di, da 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 di, da. Ja, man kriegt's. Da da di, da da di, da di. Da. Okay, ich sollte aufhören zu singen. Ihr könnt es euch ja auch so anhören. Okay. Gut, werden wir uns jetzt hier weiter durchschlagen. Ein Apfel. Der Apfel füllt unsere Energie wieder ganz auf, glaube ich. Ich meine, das füllt wirklich ganz die Energie wieder auf. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich in manchen Leveln, vor allem in den späteren noch. In diesem Level ist es nicht allzu wichtig. Oh, da ist ein Baum. Ich will diesen Baum. Der kann uns schön transportieren. Ja, dieser Baum ist toll. Ein tolles Transportmittel in diesem Level. Ich glaube, ja, das brauchen wir sogar. Okay, komm her, Baum. Autsch. Das tat ein bisschen weh. Ja, unser Engelskrieger kann leider sterben. So extrem Gottheit sind wir dann auf der Welt dann nicht. Nur außerhalb der Welt. Und wir sind beim ersten Boss. Ja, dieses Zentauchenvieh. Hier ist unser Boss und er hat eine lange Lanze. Ach du Scheiße. Und damit will er uns durchbohren. Okay, er hat zwei Angriffe. Er greift nämlich mit seiner Lanze an und macht diese Blitzattacken. Mehr hat er noch nicht drauf. Und ich habe gerade ein Leben verloren. Okay, aber wir haben einen Abschnitt in diesem Level gefunden. Ja, es gibt in diesem Spiel auch Abschnitte. Sozusagen eine Hälfte. Man kann sie leider nicht erkennen, wo der Abschnitt ist. Man muss sozusagen mit seinem Bestes geben, so weit wie man kommt. Am besten möglichst bis zum Boss, ohne zu sterben. Na gut, das ist das erste Level. Ja, es geht eigentlich noch einigermaßen hier. Aber, da ist ein Apfel.
Die späteren Level, da ja, wird man sowieso etwas mehr Energie und so haben, wenn man die Stadt vernünftig aufbaut. Okay, wie gesagt, dieser Boss hier hat nicht wirklich viel drauf. Er ist leicht zu durchschauen, dadurch, dass er nur mit seiner Lanze angreift oder diese Blitzattacken macht. So wie die. Okay. Und daher ist er auch recht leicht anzugreifen. Und ich hoffe mal, dass das gut geht. Denn wenn er seine Lanze rausholt, okay, muss ich mich einfach nur ducken. Weil die tut auch bösartig weh. Ihr seht schon, er macht als Boss schon 2 Schaden gegen mich. Dadurch, dass ich nicht viel drauf habe. Okay, komm her. So, Attacke. Attacke, Attacke. Machst du nochmal so einen Angriff? Okay, natürlich. Aber der ist leicht schon besiegt. Wie gesagt, das ist der erste Boss. Der muss ja noch recht leicht sein. Eigentlich? Okay, das klappt nicht. Wenn er seine Lanze rausholt, kann ich ihn nicht wehtun. So, komm her. Er ist besiegt, Leute. Somit hätten wir das Böse soweit erstmal besiegt. Und natürlich steigen wir wieder in den Himmel herab, herauf. Nachdem wir die ganzen Punkte gekriegt haben. Fast 10.000 Punkte. Okay, haben wir trotzdem noch. Wunderbar. Ja, und das wird wie eine Steinstatue. Und auf geht's.